nenne das inneres Wetter. Also so, man hat Gefühle, man hat Stimmungen, das sind körperliche Sachen, aber man hat intellektuell Geschichten, die fühlbar sind. Und dann sind wir beim heutigen Thema, Freundlichkeit. Extrem wichtig. Ist auch das Erste, was verloren geht. Ich gucke gleich noch in den Chat. Ist auch das Erste, was so unter Stress verloren geht. Deswegen, ihr findet bei mir überall dieses freundlich, aufmerksam und gelassen, weil diese drei zusammen sind auch verschiedene Schwerpunkte von Meditation, Samatha, Vipassana und Metta. Aber es sind auch gute Zielgrößen im Alltag. Bin ich noch freundlich mit mir, mit den anderen, mit allem? Bin ich aufmerksam? Bin ich gelassen? Und jedes Mal mitzukriegen, wenn man da rauskommt, wird man unproduktiv, wird es zu einem Problem für andere auf der Arbeit, in der Freizeit generell. Freundlichkeit. Also es gibt Metta-Meditationen, die so diese allgemeine Liebe forciert. Ist ganz nett, aber ist für mich nicht zielführend. Für mich ist zielführend, wenn man das vom letzten Mal, Selbsterkenntnis anwendet, aber eben jetzt mal auf den Körper. Wie fühlt sich Freundlichkeit an? Man kann das ja auch intellektuell angehen und kann sagen, was ist denn Freundlichkeit? Bin ich nur freundlich, um etwas zu erlangen? Bin freundlich, um Zuwendung zu kriegen, freundlich, dass ich einen Kunden kriege oder sowas. Nein, das wäre Höflichkeit. Also das ist, für mich ist das keine Freundlichkeit. Freundlichkeit, jetzt sind wir bei dem Körpergefühlen, ist wirklich so eine bedingungslose, herzöffnendes Gefühl. Und dann bin ich aus Eigenantrieb grundlos freundlich mit mir und mit den anderen. Das Leben wird leichter. Das ist ein Riesenthema, diese Freundlichkeit, Aufmerksamkeit und Gelassenheit kommen wann anders, sind Bestandteil von dem stillen Sitzen jetzt schon, aber sich auf dieser körperlichen Ebene damit zu beschäftigen, beinahe hätte ich gesagt, Gedanken machen. Also, dass man im stillen Sitzen, das machen wir jetzt, ich starte den einfach, am Anfang, wie gesagt, erst auf den Körper zu achten, geht es dem gut? Auch festzustellen, oh, das ist jetzt, ich kann gar nicht jetzt so lange still sitzen, gerade zu Anfang, eben physische Bewegung zu machen, langsames Gehen oder sowas. Ja. Das muss schon passen. Wenn es dem Körper einigermaßen gut geht, darf man sich ein wenig immer weiter in eine optimale Position bewegen. Und dann auf dieses innere Wetter zu achten. Wir schließen die Augen, damit da nicht so viel Informationsfluss verarbeitet werden muss. Die Gelassenheit, die auch Bestandteil ist, ist diese Ruhe, das heißt dieses Ruhigwerden der Körpereindrücke, angenehm ruhig werden der Gefühle, in sich zufrieden ruhig werden. Merken wieder Atem harmonischer, langsamer, vollständiger wird. Und wenn man mag, entweder einfach bei dem Körper, wie er da atmet, zu bleiben oder
auch mal einfach zu spüren, länger den Fokus auf diesen Aspekt, den körperlichen Aspekt von Freundlichkeit zu richten. Aber das ist auch Bestandteil dieser Meditation. Irgendwann, wenn eben Körper und Geist zufrieden zur Ruhe kommen, entsteht so ein inneres Lächeln und daher kommt wirklich diese richtige Freundlichkeit. Ich weiß nicht, richtige ist das falsche Wort. Na, von Herzen, grundlos, erwachsene Freundlichkeit. Und da länger den Fokus drauf zu halten, ist sicherlich sinnvoll. Machen wir jetzt. Wir sitzen in Ruhe mal 3 Minuten rum. Wirklich nicht lange. 3 Minuten mit dem Aspekt der Freundlichkeit. Keine inneren Monologe, sondern einfach mal ins Nichts spüren, wie fühlt sich Freundlichkeit an oder die Abwesenheit von Freundlichkeit. Und alles, was ihr da wahrnehmt, das sind eure Lehrer bereits. Bleiben noch ein wenig dabei mit geschlossenen Augen. Könnt ihr dem Körper freundlich gegenüber werden, indem ihr ihn mehr entspannt? Wie fühlt sich das an? Länger auszuatmen. Hat diese körperliche Entspannung Einfluss auf mein inneres Wetter, auf das Rumhüpfen des Geistes? Und dann
für diese Session schließen wir das schon wieder ab. Nehmen aber minimal ein, zwei Atemzüge Zeit, um zu reflektieren, auch wieder ohne Monolog. Wie war das jetzt? Man lernt da enorm viel. Am Anfang ist es einfach langweilig. Aber man lernt mit der Zeit immer mehr auf dieser Ebene. Okay, einmal ganz kurz nur eine Einführung in diese Stille sitzen. Ich meine, es wird vielleicht deutlich, dass man dafür nicht unbedingt was von außen braucht. Also keine Musik, keine Klangschalen, keine Anleitung eigentlich, sondern diese Innenwahrnehmung und damit freundlich, aufmerksam und gelassen umzugehen, an den Hindernissen zu lernen, das ist eigentlich der Weg dieses stillen Sitzens. Also keine außergewöhnlichen Erlebnisse, das ist schon außergewöhnlich genug. Wenn ich merke, dieses innere Lächeln entsteht, das geht noch weiter. Also wenn man länger sitzt, dann, aber da wollen wir ja nicht, das wollen wir nicht forcieren, sondern es soll von selber entstehen. Ich denke, Zufriedenheit, Gesundheit, geistig und körperlich, ist genug, um es schmackhaft zu machen.